So, gleich geht's los. Heute geht's zum YouTube Summit nach San Francisco. Ich habe schon mal Bammel. 12 Stunden Fluch. Mal schauen, wie es wird. So, durch die Abfertigung bin ich durch. Bin auch überprüft, habe meine Kamera mit durchgekriegt und ihr seht, ich bin jetzt hier ein bisschen in der Gaming Lounge. Wir warten jetzt auf den Flug. Ich habe auch schon ein paar andere YouTuber getroffen. Vielleicht machen wir auch nochmal ein Ding zusammen. Jetzt geht's ab in den Flieger. Herr Will ist so. So auf mich hier zu filmen. Ich verklag dich. Bin ich nun in den USA angekommen, in meinem Hotel. Es war ein etwas für meinen Geschmack sehr holpriger Flug, aber man hat mir gesagt, es scheint öfters mal so ein bisschen Turbulenzen hierher zu geben. Der Flug hat knappe 12 Stunden gedauert. Was dann nochmal sehr lange gedauert hatte, war hier das, das Einchecken im Land. Das heißt hier erstmal durch den ganzen Zoll durch und diese ganzen Passformalitäten durchlaufen lassen. Hier hatte ich eine ziemlich lange Schlange vor mir, besonders wenn man das erste Mal in den USA ist, muss man doch hier ganz schöne Kontrollen wahrscheinlich durchlaufen und das dauert etwas. Also hier habe ich knapp 2 Stunden in der Schlange gestanden und dann ging es doch recht zügig. So, jetzt werde ich mich erstmal duschen, mich erstmal ein bisschen fit machen, ein paar Kleinigkeiten einkaufen, denn man konnte ja nicht alles mitnehmen, ich habe nur Handgepäck. Und dann schauen wir mal weiter, was sich so ergibt. So, jetzt bin ich im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Gut, es ist schon etwas später. Ich dachte, wir gehen noch mal ein bisschen shoppen, aber irgendwie haben hier auch die Geschäfte nachts zu. Zumindest hier in meiner Umgebung ist hier nicht viel auf. Mal schauen, ob wir noch ein bisschen was finden. Und wow, jetzt wird mein Licht für die Kamera zu dunkel. Na dann, bis gleich. Boah, erstmal auf der Suche nach Zahnpasta gewesen. Das war die billigste, die ich finden konnte. Boah, ist das hier teuer, ey. Oh Leute, es ist hier irgendwas um die 5 Uhr. Und da drüben wird sich massiv sportlich betätigt. Das Ding muss ich doch auch mal zeigen. Ich habe den guten Marc dabei, der Dominik steht hinter der Kamera. Warte, wo kann ich die Belichtung korrigieren? Ja, wenn du direkt auf mich drauf tippst. Ja, aber per Hand. Per Hand ist oben, hier ist hier. Einfach kannst du runter und hoch. So, zweiter Tag in der USA. Heute bin ich mit meinen Freunden hier unterwegs, mit Dominik und Martin. Wir machen hier eine kleine San Francisco Tour. Hier hinten haben wir ein bisschen Alcatraz. Wir wollten uns auf jeden Fall noch die Golden Gate Bridge anschauen, denn wenn man schon mal jetzt in den USA ist, wollen wir uns auch wirklich ein bisschen was anschauen. Wir bauen hier ein bisschen noch unser Filmequipment auf, machen hier ein paar kleine Shoots und dann laufen wir mal einfach mal da runter in die Bucht und schauen uns einfach mal ein bisschen um, mal sehen, dass man hier ein paar gute Schüsse mitnehmen kann. Wann kommt man schon mal in die USA? Hier ist man einfach viel zu selten und deswegen Fotos, Fotos, Videos, Videos, Videos. Ich werde euch ein bisschen auf den Laufenden halten, werde ein paar Videos hier rausschneiden und schauen wir mal, was wir zusammen bekommen. Okay, also bis gleich und wir gehen erstmal hier runter.
Aber ich weiß nicht, ob ich noch was eignen kann. Voll krass. Nicht mit Canon. Das ist Canon. Canon ist scheiße. Canon ist scheiße. Sony hält schon die Luft und da ist alles funktioniert und hier nichts. So, und jetzt haben wir das Ziel erreicht. Das Ziel der Ziele, wo ich immer schon mal hin wollte. Die Golden Gate Bridge. Absolut Hammer, hier wollte ich schon mein ganzes Leben mal hin. Und jetzt sind wir da, ich bin sprachlos. Genießt den Ausblick, absoluter Hammer. Also ich komme hier auf jeden Fall nochmal her. Auch das Wetter spielt mit, ich bin viel zu dick angezogen. Hier sind so knappe 20 Grad, absolut herrlich. Kann ich euch nur immer wieder empfehlen. Bin überwältigt, absolut überwältigt. Was schmeckt denn? Ich bin da schon drüber gefahren, das dauert eine ganze Zeit, bis du da drüber bist. Und du musst für jede Fahrt dazu über Maut bezahlen? Ja, nicht mit dem Fahrrad. Hinfahrt, aber Auto war ja da die Mautstation. Ja, ja, genau. Was wird so eine Überfahrt kosten? Weiß nicht mehr. Dollar, zwei, drei. Keine Ahnung, wir haben damals das hier, das Pop-On-Ding gemacht. Da ist er direkt mit drin. Da hast du den Viewpoint da hinten. Genau. So, und hinter mir nochmal wunderschön Alcatraz. Der geht gut, Mann. Der geht nicht gut. Und natürlich eine Möwe ohne Fuß. Oder mit nur einem Fuß. Im Weg. Naja. Und wisst ihr, was ich noch sehr gut an den USA finde? Ihr seht es hier, ich stelle mich irgendwo hin, ich filme. Es interessiert keine Sau. Das ist in Deutschland, das stört mich in Deutschland extrem. Wenn du irgendwo filmst, jeder bafft dich an oder jeder guckt dich dumm an. Hier stellst du die Kamera hin, machst ein paar Fotos und es interessiert niemanden. Das ist absolut großartig. Deswegen. Das gefällt mir hier wirklich sehr, sehr gut an diesem Land. Auch so eine geile Geschichte, jeder Tourist, der hierher kommt und wiederkommen will, ist hier einfach so ein Steinhaufen auf. Arschloch, bist du alle um. Ja. So, wir sagen jetzt erstmal. Ja, scheiße. Bridge. Okay, wir sagen jetzt mal tschüss zur Gold Gate Bridge und suchen uns mal andere Touri-Ziele. Bridge. Ach, scheiß Englisch. Aber wir müssen es lernen, das nützt nichts. Wir müssen es lernen. Oi, 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 oi.